Die Besucher des Berliner Zoos erwartet heute eine Premiere im Menschenaffenhaus. Da sich der intelligente Gorillamann Ivo schnell langweilt, soll seine Fütterung etwas spannender werden. Ein sogenannter Futterautomat kommt zum Einsatz, den Reviertierpfleger Christian Aust für seinen Schützling zusammenbaut. Andere Affen im Zoo haben den Automaten bereits erfolgreich getestet. Jetzt hat Ivo endlich und seine Damen auch endlich diesen Beschäftigungskasten. Bei allen anderen Bonobos, Schimpansen und Orang-Utans hat er sich ja schon bewährt. Und jetzt ist Ivo dran. Das wird nicht lange dauern. Und der hat ja auch eine Riesenausdauer. Ist ja ein schlauer Kerlchen. Als hätte er es gehört. Ivo macht sich auf den Weg ins Außengehege, wo das neue Spielzeug bereits auf ihn wartet. Und die neugierigen Blicke von Besuchern und seinem Tierpfleger. Also so einen Kasten kennt er definitiv nur nicht, aber er weiß natürlich, er ist absolut pfiffig. Also er sieht die Leckerlis, er sieht die Pellets da drin. Und vielleicht möglicherweise fasst er kurz mal das Teil an und merkt aber, dass alles fest sitzt. Die sind ja so gebaut und konzipiert, dass gerade auch Menschenaffen eben nicht die Möglichkeit haben, dieses Gerät, diesen Kasten da zu demontieren oder irgendwas kaputt zu machen. Also sie sind äußerst stabil. Ist ja auch noch mit einem Schloss, mit einem sehr stabilen, massiven Bügelschloss gesichert. Sofort hat Ivo erkannt, dass das Schloss der Weg zum Futter ist. Nur leider hat er keinen Schlüssel. Hat er natürlich nicht geschafft. Das wird noch mal von der anderen Seite probiert. Könnt ihr auch schneller gehen, ja, als da rumzupopeln. Eben. Was ein schlauer Gorilla ist, versucht es natürlich erst mal auf dem direkten Wege. Und wer der Herr im Haus ist, lässt höchstens neugierige Blicke auf das Spielzeug zu. Näher kommen sollten ihm seine Mitbewohnerinnen während des Projekts aber besser nicht. Weiter geht's. Er muss jetzt nur erstmal so ein Erfolgserlebnis bekommen. So schnell wie möglich. Jetzt sitzt er auch gerade schon wieder dran. Und wenn er das erste Pellet da unten rausbekommt, dann weiß er, dass er dafür für die Geduld belohnt wird. Und dementsprechend wird er dann beim nächsten Mal dann noch ein bisschen geduldiger sein als jetzt. Die Aufgabe gestaltet sich schwieriger als erwartet. Doch Ivo bleibt dran. Bis. Aber das geht nachher dann ziemlich flott. Er weiß dann Bescheid, hat das verinnerlicht. Naja, der Mann muss natürlich dazwischen gehen, wenn die Frauen sich streiten. Auf gewisse Art und Weise hat Ivo jetzt auch Streit. Nämlich mit dem Futterautomaten, der bislang noch nichts ausgespuckt hat. Die Schimpansen langweilen sich. Das soll sich ändern. Tierpfleger Ruben Gralki weiß auch schon genau wie. Na? Es gibt Nachschub für den Futterautomaten. Und dann gibt es Sachen, die sollen nicht da oben rein, dass die Technik nicht verklebt oder verdreckt. Deshalb packe ich jetzt so ein paar ganz leckere Sachen hier oben rein. Raus geht's mit der Affenbande. Doch erst einmal gibt es Streit. Wer darf anfangen? Scheint ganz so, als wäre der Nachschub im Futterautomaten nicht für alle Schimpansen zugänglich. Gusta und Kalle schleichen als Erste um die Leckereien. Doch nur Gusta versucht sich letztlich daran. Ob die Schimpansendame erfolgreicher sein wird als Gorillamann Ivo? Die Mädels sind ein bisschen pfiffiger, motivierter auch einfach.
Also die Männer können das auch, die haben nicht so die Geduld. Und Gustav ist noch dazu sehr dominant und deshalb ist meistens sie das. Doch Gustav ist nicht nur dominant, sondern auch schlau und geduldig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in den Genuss der leckeren Belohnungen kommt. Einem simplen Stöckchen sei Dank. Wenn man das lange beobachtet, da war man selber, wenn man hier stand und es beobachtet hat, auch irgendwann so ein bisschen frustriert, weil die doch so relativ mühselig ist. Jetzt rollen die Sachen auch noch so schön. Die Hand ist schon drunter, obwohl noch zwei Ebenen sind. Wir wollen noch einen Nachbau in den Besucherbereich stellen, dass man das, dass auch Leute das probieren können. Dass sie das auf einer Seite bei den Affen sehen und dann selber auch so ein Ding, dann so einen Ball dadurch arbeiten können oder so. Auch Kalle will jetzt sein Glück versuchen. Nur leider von der falschen Seite. Anfänger. Vielleicht lernt das so, wenn er sich das mal gut anschaut. Eigentlich sind Schimpansenmänner dominant gegenüber den Weibchen. Aber es gibt durchaus auch sehr, sehr dominante Weibchen. Gustav ist so eins. Und deshalb lässt Kalle Gustav schließlich ihren Willen. So nach dem Motto, wenn der Behälter hier voller Kirschen ist, dann hole ich die jetzt anders raus. Und so beschäftigt der Futterautomat doch noch ein ganzes Revier. Gustav arbeitet, der Rest schaut zu. Nur Kalle ist etwas unzufrieden mit seiner passiven Rolle. Ich würde Gustav genau jetzt verscheuchen. Dann ist nicht mehr so weit mit der Weintraube. Aber es macht er nicht. Irgendwann wird Gustav schon die Lust verlieren. Und dann kommt die Stunde der anderen. Ein paar Meter weiter im Menschenaffenhaus. Hier wird vor den Kulissen fleißig geklettert und hinter den Kulissen fleißig gearbeitet. Tierpfleger Ruben Gralki hat da so eine Idee. Was machst du denn hier? Eine Monkey Bar bauen. Was, eine Monkey Bar? Eine Monkey Bar. Ich habe gestern schon die hier gebaut. Erklär mal. So, dass ich hier was reinmachen kann und die Affen von der anderen Seite stochern. Und will jetzt noch ein anderes Behältnis probieren, und zwar das hier. Vielleicht so. Ja. Es geht mir auch am Ende gar nicht darum, dass da jetzt irgendwie wahnsinnig viel drin ist oder die wahnsinnig viel da rausholen, sondern eher so verschiedene Geschmacksrichtungen. So Joghurt, Quark, Apfelmus, auch mal einfach Weintrauben oder Bananen, die sie dann so zermatschen. Ja. Dass die da quasi ganz viele Möglichkeiten haben zum Stochern und immer dann Geschmackserlebnisse haben. Zuerst gesehen hat Ruben Gralki die sogenannte Monkey Bar beim Besuch eines französischen Zoos. Mach mal erst langsam durch, Ruben. Ja, jetzt. Oh. Ja. Und ja, dann schrauben wir es wieder ab, dass wir da das mit Körnern voll machen können. Unter den neugierigen Blicken der Bewohner macht sich der Tierpfleger an das Befüllen der Monkey Bar. Statt Bier, Sekt und Spirituosen gibt's Körner, Joghurt und Obst. Es scheint jedenfalls allerhöchste Zeit zu sein, dass hier mal wieder was Spannendes passiert. Wenn es blöd läuft, dann nimmt er einen Stock und haut mir gleich die Behältnisse von hinten von der anderen Seite ab. Mal schauen. Ich probiere mal gleich, ob ich selber ein paar Körner rausbekomme. Mit dem Stöckchen. Lass es dir schmecken. Ich hole mir jetzt ein paar Sonnenblumenkerne. Wo sind die Sonnenblumenkerne?
Also der Orang, der riecht dann und dann weiß er, was drin ist. Und, oh Gott, ist das mühselig. Dann sieht man das von der anderen Seite, wenn man sich bewegen. Geht ja, das geht. Geht, ja. Das ist so. Der ist natürlich jetzt richtig aufgeregt. Weil er erst mal sehen muss, was wir da drüben gemacht haben. Hat er ja nicht so richtig mitbekommen. Aber er guckt sich die ganze Geschichte um schon mal an. Guck mal. Jetzt brauchen wir bloß noch ein paar Stecker. Du, sag mal, haben wir eigentlich dran gedacht, ein paar Stecker reinzunehmen? Nein. Das stehen die dann da? Vom Laub ist. Okay. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Doch für den Erfolg muss gearbeitet werden. Es sind Tattoo in den Stock weg. Einer stochert. Drei dürfen nur zuschauen. Die Monkey Bar kommt gut an. Und das ganz ohne Kater am nächsten Morgen. Im Berliner Zoo wird dagegen deutlicher kommuniziert. Christine Peter, eine Fachfrau für Tierbeschäftigung, ist heute für die Schimpansen im Einsatz. So, noch einen kleinen Moment. Ja. Zusammen mit Reviertierpfleger Christian Aust verteilt sie in Papiertüten eingepackte Leckereien. Wichtig dabei, es muss genug für alle sein, sonst gibt es Streit. Mhm. Na dann haben wir alles schön verteilt. Ja. Ein Hauch von Ostereiersuche im Schimpansenrevier. Aha! Süß! Ja, ihr Banausen. Also ich habe jetzt gedacht, die schreien auch, wenn sie reinkommen. Aber jetzt haben wir so viel Materialien, dass jeder auch etwas hat und es jetzt erstmal harmonisch bleibt. Ja, ist für mich also auch wahnsinnig entspannt, den Tieren zuzusehen, meiner Gruppe zuzuschauen, wenn die beschäftigt sind. Ja, man meditiert selber ein bisschen. Ne? Alles ist harmonisch und vor allen Dingen, es gibt auch keine Überbeschäftigung. Man kann ja auch in so einer Tüte mal zwei oder drei Rosinen. Ne? Ja. Es geht ja nicht um die Tiere voll zu stopfen, aber es gehört wirklich zur Grundversorgung dazu. Also es gibt wirklich Menschen, die sich dafür interessieren, und vor allen Dingen nicht nur zu basteln, sondern so wie wir, dass wir jetzt einfach hier stehen und einfach mal gucken, wie intelligent sind denn die Tiere? So, oder wie sauer ist Soko? Ja. Die Beschäftigungstypen kommen gut an. Sehr schön, freut mich. Doch für die Schimpansen zählen nicht nur die inneren Werte. Schließlich kann man auch mit dem Verpackungsmaterial allerhand interessante Dinge anfangen. Zum Beispiel umarmen. Überlegen, wofür man eine Kette brauchen könnte. Oder als schicke Krawatte. Die Tierpfleger haben natürlich die ganze Zeit ein Auge darauf, dass sich keines der Tiere verletzt. Bei kleineren Affen, wie auch natürlich Menschenaffen, muss man natürlich aufpassen. Ja, da besteht die Gefahr, dass die eventuell, wenn die sich was um den Kopf legen, irgendwo hängen bleiben können. Das ist ganz klar. Aber bei erwachsenen Tieren, die passen da selber drauf auf. Und ich finde es sie ganz witzig, da hat sie sich eine Art Krawatte gedreht. Ja, und da muss man sich keine großen Sorgen machen. Nicht weit entfernt im Reich der Menschenaffen hat sich die Fachfrau für Tierbeschäftigung Christine Peter wieder etwas Neues ausgedacht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ja, was ihr da gebastelt habt. Allerdings. Warte mal, ich komm mal hier rum.
So, guck mal. Wir haben erst hier Löcher reingebohrt, wie man sehen kann. Mhm. Und dann haben wir Haselnüsse genommen, reingedrückt. Wenn wir ganz gemein waren, haben wir das auch noch abgesägt, ne, dass die es noch schwieriger haben. Und dann haben wir innen drin Holzwolle mit ein paar Leckereien. Mhm. Ne? Wenn Sie das jetzt wirklich essen sollten, ist nicht so schlimm. Zellulose und das Papier ist ohne Farbstoffe. Also das ist alles unbedenklich. Ja, sieht doch gut aus. Also ich glaube auch, dass Manu natürlich auch bedingt durch seine Kraft wahrscheinlich ja so ein Teil, wenn ihm das alles zu mühselig ist, vielleicht durchbrechen wird. Ja. Und klar, die beiden anderen, die werden da ein bisschen mehr Mühe haben und werden dann vielleicht... Oder meinst du, der nimmt sich alle drei? Kann auch passieren. Ja, das ist leider nicht... müssen wir hier noch ein paar Teile mit reinlegen. Aber guck mal, die Wandstärke ist ja relativ dick. Ja. Die Bini wird da wahrscheinlich zu tun haben, wenn sie eine Rolle hat. Ja. Oder der Kleine, bekommt. Der kommt dann mit seinen dünnen Ärmchen, ja, der kommt dann auch da rein. Ja. So. So. Dann kann's ja losgehen. Auf die intelligenten Orang-Utans wartet was Spannendes, was zum Naschen und was zum Spielen. Chef Mano ist der Erste, der sich auf die Rollen stürzt. Bini und Sohn Bulan folgen. Der ist ja auch groß geworden, war der Bulan? Ja. Oh, und die große Rolle. Das ist jetzt einfach auch interessant für uns, in diesem Fall nur den Vergleich zu sehen. Wer wie jetzt seine Rolle bearbeitet, um das Futter jetzt rauszubekommen. Der Kleine wird jetzt ungeduldig, das Kleine ist erstmal interessanter, für ihn leichter, da an das Futter ranzukommen. Hat die große Rolle da erstmal liegen gelassen. Ich meine, gut, die hat er ja noch sicher da für sich. Na, guck mal, Bini kannst du beobachten, die geht direkt an die Löcher und versucht, die rauszupulen. Und er hat eben halt die ganze Rolle aufgefädelt. Naja, jeder hat so seine Art und Taktik. Genau, jeder hat seine eigene Taktik. Und der Kleine guckt gut zu, weil die lernen ja schön alles ab. Der guckt sich einiges ab und weiß beim nächsten Mal... So muss ich das machen. Gott, süß, ne? Ja, der ist sowieso... Ja. Total große Wand. Von den Großen lernt man am besten, wie es geht.